Ja, ich spiele mehr oder minder auf Wolke 7 hier bei Mega Man Battle Network 5. Nein, also wir müssen immer noch Shadow Man verfolgen und das finde ich jetzt nicht so witzig. Okay. Oh, natürlich war hier ein Virus. Oh, Mann, die geht auf den Sack. Ah, jetzt kann ich euch mal zeigen, wie der hier wirkt. Ich muss warten, bis der hintere vorne nach vorne kommt. Oder so. Nein, was? Oh, Gamepad Fail. Das haben wir gleich. Und tschüss. Good job, lad. 200 Zenny, sollte ja hier ein bisschen mehr auslernen können. Ist das so? Hat mein Kollege das gesagt? Dann will ich mal reinhauen. Okay. Yahoo! Puh, besser kriege ich es nicht hin. Wir müssen es ihm überlassen. Geh zu meinem Kollegen, der hinter der goldenen Wolke und vor den Donnerwolken steht. Er kann dir sicher weiterhelfen. Das ist falls es auch schwer ist, das kriege ich nicht hin. Okay. Ich werde hier mal versuchen, Gridman einzusetzen. Versuchen wir es. Nein, lauf doch anders. Okay, ich muss noch irgendwas Nützliches haben. Erstmal heilen. Dann die Kanone C. Dann... Und tschüss. Nee, das kriege ich nicht hin. Nee, weil ich Mist gebaut habe. So, nochmal von vorne. Oh Mann, zick nicht rum. Scheiß Gamepad, ey. Ich glaube, mich bald Neues. Ah, aber jetzt kriege ich eine Idee. Hydra Z1. Das ist sehr gut. Den haue ich gleich wieder ins Verzeichnis. Ach, ich schmeiß meinen Mod Red raus, der ist scheiße. So, jetzt muss ich vorsichtig. Jetzt muss ich die hier wegsaugen. Dann habe ich noch einen frei und krieg dann damit den hier weg. Aber da war erstmal ein Virus. Okay, die Kombination hatte ich eben. Let's do it, man. Komm, Astrid. Ich bin noch in Ausbildung, also kann ich deine Wolken nur einmal leeren, aber das ist besser als gar nichts, oder? Okay, es geht los. Yahoo!
Ich habe ein fliegendes Navi gesehen, das war cool. Die Sauerwolken stehen nicht zerstören. Ich wünschte, ich könnte auch fliegen. Boom. Okay. Okay, das war scheiße. Nee, ich lasse es ablaufen und lass mich mit Roll heilen. Ah, hier haben wir endlich wieder einen normalen Wolkenentleerer. Okay, die kann das Vakuumprogramm nicht saugen. Okay. So, jetzt zu dem Schwein. Jetzt muss ich Charoman finden. So. Okay, wieder entleeren lassen. Heilen. So, das ist auch kein Problem. So, aber ich muss weiter jetzt die Wolken. Jetzt hole ich mir die Goldene. Obwohl, ich glaube, das ist sowieso wieder ein Virus, oder? Nein. Ah, wieder ein D-Draht. Da verschwindet der scheiß Blitzball, den brauche ich eh nicht. Obwohl, jetzt könnte es eng werden. Die graue kann ich noch wegsaugen. Und jetzt brauche ich noch was. Ach, Zifix. Okay. Mist, das wird nichts. Yeah.
Ja, geil. So, weg ist er. That was close. Ach, hier haben wir noch keine Daten. Schade eigentlich. So, jetzt muss ich aufpassen. So, es kommt 2250 Zenny halten, das ist schon mal sehr gut. Und da ist der, warte mal, wartet noch, ich, aber jetzt Moment, nehmen wir erstmal noch ein Subchip her. Habe ich eine, yo, Max Energie. Also, bekämpft mit Shadow Man, los geht's! Gar nicht übel, du entwischt mir nicht mehr. Hast du gehört, Charlie? Und was jetzt? Also gut, also genug gespielt. Zeigen wir ihnen, was du außer wegrennen, was du drauf hast, in Ordnung. Es geht los, Mega Man. Mach dich bereit. Okay. Das wird ein Spaß. Bereit, Mega Man? Der Kampf gegen Gyro Man. 600 TP. Vom Typ Wind. Da, das heißt, er hat keine Schwäche. Okay, jetzt aber. Crit Man. Nein, warte mal. Warum muss der immer oben rumlaufen? Okay, der wirft seine Hit. Komische Boomerangs. Oh nein. Ruhig bleiben. Okay, EZ-Kanone. Okay, ruhig. Mist. Ah. Okay, ruhig. Können wir feilen? Okay. Hurricane. Dumm nach hinten. Boah, knapp. Okay, ich habe noch einen Feuerschlag. So, ich könnte zwei Programmsprünge machen. Je nachdem, wie es läuft. Verdammt. Oh, verdammt. Okay. Ach, egal, ich. Na. Nee. Ruhig bleiben. Da haben wir ja einen. Cyberschwert, Breitschwert, Langschwert, Lebensschwert. Bam! Geowned. Hast du schon genug? Echt beeindruckend. Besser als wir dachten. Stimmt, Charlie? Wovon redet ihr beide überhaupt? Ganz ruhig, Len. Du hast gewonnen. Ich denke, sie sind es wert, Gyro Man. Okay, habe ich mir schon gedacht. Wert? Was wert? Wir werden uns mit euch verbinden. Wie bitte? Ihr meint, wir sind bereit, uns eurem Team anzuschließen. Nein? Doch. Ich bin aus Netopia gekommen, um für Chart gegen die Nebula zu kämpfen. Oh, Grotoman. Wir sollten euch das nicht verheimlichen, aber
Charlie bestand darauf, euch zu testen. Protoman. Nun, Gyroman, Charlie, haben Sie eure Erwartungen erfüllt? Sogar übertroffen, stimmt's, Charlie? Ja, ein toller Operator und ein hervorragender Navy. Ich hoffe, ihr wollt uns in eurem Team haben. Ihr wollt mich veräppeln, Leute. Ständig werden wir irgendwie getestet. Ach, was soll's. Willkommen im Team. Sollen wir gleich loslegen und unseren ersten Job machen? Ersten Job? Ich mache den Weg in die nächste Befragungszone frei. Das ist der Weg, auf dem ihr nicht weitergekommen seid. Du weißt davon? Sicher, ihr seid ja regelrecht geflohen. Solche Sachen legen wir besonders gut. Also gehen wir. Wir auch, Len. Ja. Kämpfe. Müsste es sein, ja. Kriegst du das hin, Gyroman? Ich komm schon klar. Das Ding hat eine verheerende Schwachstelle. Da hinten ein Dark Chip. Hier geht nichts. Gyroform! 3, 2, 1, los! Ziel erfasst. Es ist eine Dekatsche. Weg hier. Feuer! Weg damit. Erledigt. Habe ich die Party verpasst? Keineswegs. Gehen wir. Auf geht's, Len. Ja. Die Fragen fangen wir die nächste Befragungszone noch gleich mal an. Wobei, ich glaube, heim muss ich mich nicht. Willst du mit Befragungszone beginnen, Len? Jo. Okay, Len, gehen wir. Diese Zone ist schwer bewacht. Sieh dich mal um. Was ist das? Ein Barrierefeld. Ein Barriere? Da kommen wir nicht rüber? Nein, wir können das Feld auch nicht befreien. Wenn wir es umgehen, stoßen wir auf zu viele DK-Felder. Also müssen wir einen Schlüssel für die Barriere finden. Das wäre dann wohl mein Job. Hä? Der Schlüssel muss irgendwo tief in der Zone versteckt sein. Ich kann über die K-Felder springen und reinschleichen. Genau, der Schlüssel dürfte auf einem abgelegenen Feld sein. Viel Glück. Das wird einfach, nur keine Panik. Mit Bomben befragen kannst du die K-Felder direkt befreien. Die Befragung muss in neuen Phasen erledigt werden. Viel Glück. Okay. Erstes Feld, das macht gleich einmal Magnetman. Nein. Auf geht's, Felder befreien. Also, Magnetman hat 500 TP. Ist mir auch gerade aufgefallen. Ah, okay, das ist gut. Ach, fuck. Tschüss. Ja, Befragung erfolgreich. Als nächstes geht Mega Man hier mit einem Langschwert hin. Langschwert! Okay. Buster ab und dann Asteroid.
Und ein Langschwert. Tschüss. Dann geht Protoman auf den Dekalot hier. Leute, was kann Charoman über die Löcher nicht fliegen? Okay, das ist sehr gut, was wir hier haben. Jetzt warten wir, bis er hinten steht jetzt. Seitenklau. Ah, reicht nicht ganz. Und tschüss. So, anscheinend man kann gar nicht so hier drüber fliegen, kann allerdings da wirklich nur seine Bombenfragen einsetzen. Dann machen wir ihm das Loch. Auf geht's, Fälle befreien! Okay, das geht ja. Autsch. Okay, jetzt mal ruhig. Und tschüss, geschafft. Selbst ist knapp, egal. Befragen gelungen. So. Das hier ist Cloudman. Komm bald wieder. Haha, ich hab noch Wölkchen für dich. Na, wie lesen wir das Problemchen? Vielleicht mit dem Mädchen? Ich hatte gerade ein Hüngerchen. Nein. Kennt ihr die Werbung? Wenn ja, schreibt sie in die Kommentare. Nein, eigentlich müsst ihr das nicht. Hoffen wir mal, ich schaffe das gleich beim ersten Mal. Der Schlüssel liegt nämlich hier. Das hoffe ich, schaffe ich. Oh, das ist ätzend. Das ist richtig ätzend. Okay, die Tröte macht ihn unverwundbar. Aber die Befragung dürfte zu schaffen sein. Warten, bis wieder trötet. Tschüss. Alles in Ordnung, Befragung gelungen. Barrierenschlüssel 1. Charoman hält Barriere-Schlüssel 1. Barrierefeld 1 geöffnet. Gut, Charoman, hast du toll gemacht. So, weiter. Die Barriere ist geöffnet. Und ich würde mal sagen, da machen wir hier im nächsten Part weiter. Also, bis zum nächsten Mal.